Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstefan natürlich mal wieder. Und während draußen die Sonne über Graz nur so niederprellt und man so richtig schön braun knusprig am Butzeln ist, ja, geht's für unsere Blackies nach Norwegen, wo es vielleicht sogar ein Tick kühler ist als bei uns, aber wer weiß das schon. Ja, und unsere Blackies treffen eben dort in der zweiten Runde der Europa League Qualifikation auf den FC Haugesund. Eben aus der höchsten norwegischen Spielklasse. Derzeit ist der aktuelle Europacup-Gegner Achter in der norwegischen Liga. Letztes Jahr ist man Vierter geworden. Und ja, auf den ersten Blick ist der FC Haugesund, glaube ich, definitiv ein schlagbarer Gegner. Was man schon weiß, personell gesehen bei unseren Blackies, dass ja Hirländer verletzungsbedingt nicht mit die Reise gemacht hat, also die Reise nicht mitgemacht hat nach Norwegen, auch Leitgeb bleibt noch zu Hause, ist erst kürzlich zum Verein dazugestoßen und auch Obermeier bleibt zu Hause. Alle anderen sind eigentlich fit, was man bis jetzt so hört. Nur zur Info, dieses Video nehme ich vor der Pressekonferenz auf. Also falls es da noch verletzungstechnisch irgendwelche Updates gibt, dann seid mir da nicht böse, dass die hier ins Video noch nicht mit einfließen. Auf jeden Fall ist sonst der Kader eigentlich so ziemlich beisammen. Ja, den neuen Stürmer, den werden wir wohl bis morgen auch noch nicht gefunden haben. Also man muss mit dem aktuellen Kader noch auskommen, aber ja. Zumindest die erste Cup-Runde, die hat, glaube ich, trotzdem Mut gemacht, aber jetzt, ja, ist es eben der Ernstfall. Und ja, Haugesund selber ist laut Transfermarkt.at jetzt keine extrem teure Mannschaft. Die sind bei knapp ungefähr 6,5 Millionen Marktwert, der gesamte Kader. Da ist Sturm schon ein bisschen höher datiert, aber das muss nichts heißen. Spätestens in der letzten Saison ist man da wirklich eines Besseren belehrt worden. Ich sage nur Stichwort Lanaka. Also von dem her, ich schaue auf jeden Fall nicht mehr so extrem auf den Marktwert. Wichtig wird einfach sein, dass unsere Jungs spielerisch zeigen, was sie drauf haben. Sie könnten ja Fußball spielen, zumindest hat das jetzt im ersten Pflichtspiel nicht so wahnsinnig schlecht ausgesehen. Wenn man das auf einem höheren Level dann auch noch abrufen kann, dann natürlich umso besser. Haugesund, was man so hört, eine Mannschaft mit vielen großen Spielern, auch standardgefährlich, erinnert mich auf den ersten Hörer so an den SV Mattersburg vielleicht, um es ein bisschen mit einer Mannschaft, die vielleicht eine ähnliche Spielanlage hat, in unserer Liga zu vergleichen. Ja, sicher, eine körperliche Mannschaft nicht das angenehmste, aber auf jeden Fall möglich, diese zu bespielen, wenn man eben das spielerische Potenzial selber ausschöpfen kann. Ich habe da eigentlich ja, große Hoffnung in die Fähigkeiten vom neuen Trainer, von Nestor El Maestro. Es ist ja jetzt wirklich seine erste richtige Aufgabe. Klar, Arnif jetzt im Cup war schon wichtig, aber das ist jetzt nochmal ein bisschen eine andere Kategorie, bevor es dann am Sonntag in der Liga zu Hause gegen St. Pölten losgeht. Also ich bin da einfach wirklich sehr gespannt. Den Gegner wird man erst richtig einschätzen können nach dem ersten Spiel. Vom Kader, was ich so gesehen habe, eher verhältnismäßig jüngere, so Anfang, Mitte 20, ältere Kicker größtenteils. Also ja, da ist Haugesund wohl ein bisschen ausgeglichener, da haben wir vermutlich die erfahrenere Truppe auf dem Platz. Und ja, das Stadion selber ist auch so bei knapp zwischen 8.000 und 9.000, was ich so im Kopf habe, von den Zuschauern, die reinpassen. Also jetzt auch nichts von der Kategorie, wo ich sage, das ist jetzt wahnsinnig über dem zu stellen, was wir sonst so aus der österreichischen Liga kennen. Also ich würde mal sagen, ein Gegner sicher auf Augenhöhe, der schlagbar ist. Aber wirklich einschätzen wird man es erst im Rückspiel dann können. Vielleicht, apropos Punkte Rückspiel, da gibt es ja das Geisterspiel, unter Anführungszeichen, wo aber zumindest ja, ein paar Kinder dann doch ins Stadion rein dürfen. Also da finde ich das zumindest mal positiv, dass das Stadion nicht ganz leer sein wird. Und es soll ja auch eine Art Public Viewing dann geben, anscheinend vorm Stadion. Also da bin ich auch gespannt, aber da gibt es nähere Infos dazu im nächsten Video. Und übrigens sollten wir das, ja, dieses Duell gegen Haugesund eben dann auch positiv gestalten und weiterkommen, dann wartet entweder PSV Eindhoven oder der FC Basel, beides europäisch, keine ganz unbekannten Namen, beide wohl sehr, sehr schwer zu bespielen. Also da sind wir schon ein klarer Außenseiter in diesen beiden Duellen, aber ja, darüber können wir uns, glaube ich, auch unterhalten, wenn wir erstmal die Hürde Haugesund genommen haben. Von dem her war es das dann auch schon wieder bei mir. Ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, was sagt ihr zur morgigen Partie? Haben wir eine Chance? Hauen wir die weg oder wird das eine Katastrophe? Ich bin auf eure Meinungen wie immer sehr gespannt und wir sehen uns eben beim nächsten Mal hier bei The Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich, Gemma Burschen und bis dann. Ciao, ciao.